Badum, 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 hallo, mal wieder bei Let's Play Anstoß und nach Spielen gegen Wolfsburg und gegen Bremen treffen wir weiterhin auf Teams aus den nordischen Gefilden, beziehungsweise ein Team, den Hamburger SV. Und wenn ich hier so auf den Kalender gucke, dann wird dieser Part sehr, sehr aufregend, denn in der nächsten Woche, die wir auch in diesem Part abhandeln werden, steht das DFB-Pokal-Halbfinale vor der Tür gegen Greuther Fürth und wir wollen natürlich... Ich kann es nicht oft genug betonen, unseren DFB-Pokal verteidigen. Wir wollen nach Berlin und Greuther Fürth im Heimspiel ist da sicher ein machbares Los. Danach treffen wir auch noch auf Energie Cottbus. Neue Verletzte haben wir nicht. Immer noch 100% Vorstandsvertrauen, das genießt man doch. So, Malmö FF will Stefan Kießling haben. Da Stefan Kießling 34 Jahre alt ist. Und Vedat Ibisevic seine Karriere beenden wird und Kevin Friesenbichler schon weg ist, steht hier ein großer Umbruch an im Sturm. Ich werde wahrscheinlich meine ganzen Stürmer abgeben, aber ich denke mal, dass Stefan Kießling mit 35 Jahren dann bald ein ganz schöner Abwertungskandidat sein wird. Er hat keine fixe Ablöse. Ich gucke mir erstmal, was die mir so bieten. Sie bieten 2,15 Millionen. Er ist 2,29 Millionen wert. Er wechselt dann auch erst nächste Saison. Ich denke mal, für das Geld kann man in Talente stecken. Also wenn, ich sag mal, wenn ich es auf 2,75 Millionen hochgehandelt bekomme, dann geht er jetzt sofort. Also dann unterschreibe ich sofort, dann er wechselt in der nächsten Saison. Okay, da platzt ihm schon der Kragen. 2,35, das ist mehr als er wert ist. Komm hier, gib mir 2,75. 2,5. Was soll ich jetzt doch? Muss ich ja nicht immer zwanghaft an seine eigenen Ansprachen halten, wenn ich jetzt gesagt habe, ich will 2,75. Soll ich jetzt wegen den 250.000 hier so ein Fass aufmachen und... Nee, komm, nicht. Ich gehe mal zumindest auf 2,7 runter. Aber dann, nein. Er bleibt beim VfB Stuttgart. Aber das muss ja auch nicht so schlecht sein. Er wird ja nicht so drastisch abgewertet, wenn er überhaupt abgewertet wird. Oh, dann brauche ich zumindest nicht komplett einen neuen Sturm. Aber vielleicht klopfen sie ja nächste Woche nochmal an. Champions League und Euro League wurde gespielt. Ich beschränke mich jetzt mal auf die Bundesliga-Vertreter. Hannover 96 verliert 3:5 gegen Chelsea. Savage wird von Donetsk umworben. Wenn ihr euch wundert, warum hier manche Schriften doch wieder verzerrt sind, ich musste die Grafikkarte nochmal wieder austauschen. Jetzt bei dieser kriege ich das nicht besser hin, aber ich denke mal, es dürfte nicht so mega störend sein. Ich lese auch alles vor und so weiter. Die meisten Schriften sind ja lesbar und selbst die verzerrten sind lesbar. Savic gebe ich auf gar keinen Fall ab. Der hat zwar nur mittleres Talent, aber das ist der Leistungsträger schlechthin. Der wird auf gar keinen Fall gehen. Der hat sich diese Gehaltserhöhung natürlich auch mehr als verdient. Der hat auch keine fixe Ablöse hier. Der hat bisher gar nicht 330.000. verdient. Hat Eigenschaft Geldgeier. Ja, hier, komm, dann shut up and take my money. Achso, ich wollte gucken, wie lange er noch Vertrag hat. Noch 3 Jahre. Das ist immer doof, wenn, das habe ich ja wahrscheinlich schon mal erwähnt, wenn hier jemand mir jemand abkaufen will, der noch Vertrag hat und ich gebe jetzt hier als Laufzeit 3 Jahre an oder ich muss mindestens 1 Jahr angeben, dann addiert sich das automatisch drauf. Wenn ich jetzt den Vertrag mit ihm hier um 1 Jahr verlängere, dann hat er 1 Jahr noch zusätzlich. Dann hat er 4 Jahre Vertrag. Wenn ich jetzt hier ganz normal 3 Jahre angebe, dann hat er einen 6 Jahre Vertrag. Das ist doof. Dann haben die Spieler, umworbene Spieler, die man behalten möchte, haben dann teilweise 20 Jahresverträge am Ende oder so. Tja, aber bei Savic mache ich das ja. Okay, Donetsk geht mit. Das ist völlig zu Recht bei ihm. Dem würde ich halt auch ein Millionengehalt zahlen. Angebot ist zu schlecht. Das mache ich dann auch. Torprämie wird bei ihm natürlich teuer, aber das bezahlt man ja gerne. Donetsk steigt aus. Er verdient jetzt ein Millionengehalt bei mir. Wir spielen jetzt gegen den Hamburger SV. Das letzte Spiel gegen Wolfsburg haben wir ganz souverän bestritten. Deswegen muss ich da jetzt gar nicht so viel ändern. Quist, Einsatz wäre riskant. Deswegen bleibt er erstmal auf der Tribüne sitzen. Traoré kann wieder spielen. Geht mal für Barnetta auf die Bank.
Ja, ne, ich ändere aber sonst nichts. Hamburg ist aber absolut gleichwertig. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Irgendeiner ihrer Spieler flüstert immer die gleiche Leier. Aber hier absolut gleichwertige Teams, 109 zu 108, 44.000 Zuschauer. Ja, Hamburg ist 9., wir sind 4., wir haben eins der letzten 6 Spiele verloren, allerdings auch nur 2 gewonnen. Hamburg, da sieht es so ähnlich aus, die haben nur ein Spiel gewonnen, aber auch nur 2 verloren. Also hier bahnt sich doch ein Unentschieden an eventuell. Sven Hannawald tippt 4:1 für Hamburg und in der ersten Minute macht Raphael Holzhauser bereits das 1:0 für Hamburg. Nach Vorarbeit von Younes, sein erstes Saisontor und Horst Holl legt in der 10. Minute mit dem 2:0 nach. Und Stefan Kiesling legt in der 12. Minute mit dem 3:0. Was ist denn hier los? Was für ein Blitzstart von Stuttgart war das denn hier bitte? 3:0 nach 12 Minuten. Gelbe Karte für Christian Hehn. Das ist ja wie am zweite Liga am letzten Wochenende Cottbus gegen Paderborn, was mich ja sehr geärgert hat. Das Cottbus da, das stand es auch nach 12 Minuten 3:0. Hatte Buba Casanovo ja so einen Sahnetag. Mandzukic gegen Hollen verliert den Zweikampf. Aber hier haben wir die Hamburger ja völlig überrumpelt. 3:0 nach 12 Minuten. Holzhauser, Hollen und Kiesling. Freut mich natürlich, dass auch ein Stürmertor bei ist. Kann ich nur Begeisterung zeigen. Ja, ist ja unglaublich. Hamburg wird völlig überrumpelt hier. Und Stefan Kiesling legt nach 4:0. Sein viertes Saisontor in der 60. Minute. Kann jetzt auch dreimal wechseln. Kann sich eigentlich fast jeder hier seinen Applaus abholen. Ibisevic kommt für Kiesling. Traoré für Even. Der wechselt die Flügel mit Younes. Even hatte die gelbe Karte auch. Und in der 82. kommt da noch mal Marco Politanovic für Holzhauser rein. Wir bringen das hier easy über die Zeit. Kassieren auch gern kein Gegentor zu 0 zu spielen. Das freut mich ja auch. 4:0. 2 Buden von Kiesling. Der ist auch der Mann des Spiels. Hollen und Holzhauser haben auch getroffen. Note 3 hübsch. Und wir klettern auf Platz 2. Bayern ist der neue Spitzenreiter. Schalke, die kommen wohl ein bisschen ins Taumeln. Die Ergebnisse. Stuttgart schlägt Hamburg 4:0. St. Pauli schlägt Hoffenheim 2:0. Also doch kein ganz schlechter Tag für die Stadt Hamburg. Nürnberg verliert 0:1 gegen Eintracht Frankfurt. Kaiserslautern. Das Schlusslicht besiegt Schalke mit 3:1. Was für ein Upset. Bayern München besiegt Cottbus mit 2:1. Hertha und Hannover trennen sich 2:2. Kann das sein, dass Hannover ständig unentschieden spielt? Kommt mir so vor. Freiburg verliert 0:2 gegen Werder Bremen, die sich auch langsam wieder hier in Meisterschaftsrennen, sogar im Meisterschaftsrennen anmelden. Borussia Dortmund verliert 1:3 gegen Greuther Fürth, ja, die auch nochmal Selbstvertrauen sammeln vor dem Spiel gegen uns im Pokalhalbfinale. Und Bayer Leverkusen besiegt Wolfsburg mit 3:2. Damit wir klettern, wie gesagt, auf Platz 2 vorbei an Schalke, vorbei an Freiburg. Freiburg fällt auf 5, Leverkusen jetzt auf 4, Schalke auf 3. Bayern Spitzenreiter, wir sind aber nur einen Punkt hinter ihnen. Aber die Tabelle bleibt eng. Wie gesagt, der 6. nur 4 Punkte. Werder Bremen hinter den Bayern. Lautern immer noch letzter, aber sie haben ordentlich gepunktet, sie haben jetzt oft unentschieden gespielt und jetzt auch mal endlich einen Dreier geholt. Nürnberg, der deutsche Meister, fällt auf den zweitletzten Rang, aber hier unten, die ganze Tabelle ist eng. Es ist oben eng, es ist unten eng. Auch hier bis auf, wenn man Kaiserslautern ausklammert, vom 17. bis zum 10. sind auch nur 5 Punkte Differenz. Also, wenn die Mannschaften, die unten stehen, einen Lauf haben, dann können die auch ganz schnell oben angreifen. Also, wenn Dortmund jetzt hier 3-4 Mal in Folge gewinnt, dann, ja gut, das ist, wenn man 3-4 Mal in Folge gewinnt, macht man eigentlich immer einen Riesensatz. Von daher heißt es zumindest 11 des Tages. Wie zu erwarten, einige Stuttgarter, Stefan Kiesling, Raphael Holzhauser und Horst Hollen, die 3 Torschützen. Ich werde umworben von Cottbus und Frankfurt. Das freut mich doch, dass es Erstligateams sind. Frankfurt steht auf Platz 12, Cottbus auf Platz 13. Nö, ich habe keinen Grund zu wechseln. Wir spielen hier um die Meisterschaft. Wir spielen hier, wenn ich direkt schon mal ins Träumen geraten will, ums Double mit. Das Stand jetzt ist das ja keine übertriebene Aussage. Wir stehen im Pokal-Halbfinale. Wir stehen auf Platz 2 in der Bundesliga nach, weiß nicht, 23, 24 Spieltagen. Naja, die Transfers. Kasper Johansen wechselt von Braunschweig nach Greuther Fürth. Selim Gündüz von Fortuna Köln nach Hansa Rostock. Und Niklas Füllkrug von Werder Bremen nach Vitesse Arnheim. Und wir werden mal wieder hochgelevelt. Wenn ich jetzt zweimal schlecht spiele, werde ich wahrscheinlich direkt wieder runtergelevelt. Das Saisonziel war doch Meisterschaft, wenn ich mich nicht täusche. Wir spielen jetzt Pokal-Halbfinale, da sind wir der Favorit. Ja, Meisterschaft war das Saisonziel. Beliebtheit bei den Fans habe ich 90%, bei Spielern 76%, bei der Öffentlichkeit nur 33%, bei Medien 15%. Wir haben ja ordentlich Geld auf dem Konto. Ich gucke nochmal, habe ich wirklich jetzt an alle Spieler gedacht? Ja, das hat doch jeder Vertrag außer Ibisevic. Ich gucke mal, was der Herr 4 macht, der hier ausgeliehen ist. Der kommt wieder.
Oh, er hat immerhin schon ein einziges Saisonspiel bei Chemnitz bestritten. Der wird immer ausgeliehen, aber darf trotzdem nie ran. Bei den Jugendspielern, okay, haben jetzt alle Vorverträge. In der zweiten Liga auf Platz 1 bis 3, Gladbach, Bielefeld und Frankfurt. Und ich freue mich dann jetzt mal auf das Halbfinale. Lars Plettenberg hat sich eine Adduktorenzerrung zugezogen. Fällt damit 2 Wochen aus, aber Ulreich kann ja wieder spielen. Das fand ich seltsam, dass hier die... ich komme hier bei der Hitze schon völlig durcheinander. Ich hatte doch Platzverweise neulich, oder? Dass die dann für die Bundesliga galten. Oder war das jetzt... Verwechsel ich das jetzt mit den... Wie gesagt, ich habe ja die Folgen, die ich eigentlich schon hochladen wollte, die habe ich mir ja auch angeguckt, teilweise. Deswegen komme ich jetzt teilweise völlig durcheinander, was jetzt zu diesem Let's Play gehörte und was zu dem alten Let's Play gehörte, was er jetzt quasi den Weg in die Tonne gefunden hat. Ich komme jetzt völlig durcheinander. Egal. Vergessen wir das, was ich hier gesagt habe. So, ich habe noch keinen Grund zur Rotation nach diesem überragenden Spiel gegen Hamburg. Rotieren tue ich dann eher in der Bundesliga gegen Cottbus. Wir wollen nach Berlin. So pokalspezifische Ansprachen haben wir scheinbar nicht. Wir sind der leichte Favorit. Was sage ich denn jetzt mal? Tjo. Männer, wenn jeder rennt bis zum Umfallen, dann gewinnen wir das doch. Die Spieler machen einen eher gelangweilten Eindruck. Ich selbst auch, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Ausverkauftes Haus, knapp 5.500 Greuther Fürth-Fans. Oliver Pocher tippt 2:1 für Greuther Fürth. Zum Umfallen rennen, ich weiß gar nicht. Wir können es natürlich auch, wenn wir wieder spielerisch so glänzen, dann wird so extremer Kampf vielleicht gar nicht nötig sein, aber die Fürther werden alles geben, von daher sollten wir auch natürlich alles geben. Wir wollen nach Berlin. Wir wollen nach Berlin mal wieder eine halbe Stunde gespielt, aber es ist ein ziemlich unaufregendes Spiel. Noch keine einzige Zeile wurde mir hier serviert. In der 39. Minute die erste Zeile. Khedira nimmt den Ball mit, spielt ihn nach rechts auf Ewen. Der legt vor dem Strafraum quer. Khedira nimmt den Ball mit, zieht nach rechts. Ewen nimmt den Ball mit, zieht ihn scharf vor dem Strafraum nach innen. Holzhauser kontrolliert den Ball, trottet zum Mittelkreis, sieht, dass Müller zu weit vor seinem Kasten steht. Versucht es einfach mal und Müller haut den Ball zur Ecke. Eckball ist doch eine Sache für Savic. Der schlägt den Ball auf den langen Pfosten. Müller fängt ihn sicher ab. Sehr unaufgeregtes Spiel, zwar 3:1 Chancenverhältnis, aber die Chancen waren wohl nicht so der Rede wert. Die wurden kaum genannt. Ja, für den DFB-Pokal-Halbfinale doch jetzt ziemlich ernüchternd, aber hier ist noch alles drin. Wir wollen nach Berlin, entweder gegen Bremen oder gegen Hertha. Gelbe Karte für Stefan Buck. Oh, Felix Klaus macht das 1:0 für Greuther Fürth in der 52. Minute. Aber wir haben noch Zeit, jetzt nicht aufgeregt werden. 18 Meter Freischussdistanz und Savic macht direkt drei Minuten später den Ausgleich. Da brauchte ich mich auch gar nicht lange sorgen. Savic sorgt für den Ausgleich. Jetzt Eckball. Auf Savic kann man sich verlassen. Seinem neuen Vertrag hier. 61. Minute. Eckball von der rechten Seite. Savic schlägt den Ball auf den kurzen Pfosten. Viel geht hier über Standards. Aber Fürstner klärt per Kopf vor Hollen. Oh nein, Petzos macht wieder das 2:1. Macht das 2:1 für Greuther Fürth. Holzhauser auf Ewen. Stürmt in den Strafraum, zieht ab. Tor! Was ist denn hier los? Auf jedes Tor von Fürth folgt ein schneller Ausgleich von Stuttgart. Aber ich sollte aufpassen. Jetzt nochmal ein Gegentor, dann wird uns die Zeit davonlaufen. Kießling überzeugt gerade überhaupt nicht. Ibisevic kommt für ihn rein. Noch 80. Minute. Felix Klaus sieht gelb. Jetzt werde ich langsam nervös. Es geht schließlich um die Pokalfinalqualifikation. Gentner kommt für... Da kommt für Emre Can rein. Brosinski schaut, spielt direkt in den Strafraum. Jetzt bloß keinen reinkriegen, kein Abseits. Oh, der Linienrichter hebt die Fahne. Das ist mir jetzt egal. Ist nicht mein Problem. Gelbe Karte für Edgar Pripp. Der Schild, wenn der Linienrichter nicht richtig pfeift. Darf ich mich da jetzt nicht schlecht fühlen. So, Verlängerung. Und ich habe noch einen Wechsel in der Hinterhand quasi. Wen nehme ich denn mal raus? Hollen spielt überragend. Den nehme ich nicht raus. Dann kommt Traoré für Younes. Mein letzter Wechsel. Steht hier schon wieder ein Elfmeterschießen an. Hollen macht das 3:2. Gut, dass ich ihn drin gelassen habe nach Vorarbeit von Nico Wolf. Aber Felix Klaus direkt mit dem Ausgleich. Auf jedes Tor fällt hier ein schneller Ausgleich. Asemi tritt ihm gegen Wolf. Schiebt ihm den Ball durch die Beine. Geht rechts vorbei. Bringt das leer unter Kontrolle. Spielt Richtung Mittelkreis. Pripp gegen Holzhauser.
Schöner Doppelpass mit Petzos. Ich rieche hier doch ein Elfmeterschießen. In den letzten Jahr im Halbfinale gab es ein legendäres Elfmeterschießen, auch im Finale. Aber und schon wieder kein Abseits, oder der Linienrichter hebt die Fahne. Aber naja. Gibt es jetzt hier wirklich Elfmeterschießen? Es fällt kein Tor mehr. Meine Güte, meine Nerven, meine Damen und Herren, meine Nerven. Das bei der Hitze. Ich sitze in meinem eigenen Saft bei 35 Grad und schwitze so schon wie blöd. Und dann wird hier so ein packendes Spiel präsentiert. Im letzten Jahr haben wir gegen SC Freiburg uns fürs Finale qualifiziert und dort im Finale im Elfmeterschießen auch gegen Bayern gewonnen. Und jetzt mal wieder ein Elfmeterschießen. Es geht wieder um Berlin und im Finale sehe ich jetzt schon, erwartet uns Werder Bremen. Die haben 2:0 gegen Hertha BSC Berlin gewonnen. Wer sind die Schützen? Horst Hollen war letztes Mal. Das war immer der Running Gag. Er war immer als fünfter Schütze eingeplant, aber er kam nie zum Zug bei beiden Elfmeterschießen. Deswegen mache ich das diesmal auch so. Aber ich habe jetzt hier die volle Auswahl. Savic wird auf jeden Fall schießen. Hollen wird schießen. Gentner wird schießen. Kedira vielleicht auch als Freistoßexperte. Er hat hier das Freistoßattribut, aber Savic nicht. Trotzdem macht Savic hier die guten Elfer. Die guten Freistöße. Ich sag mal, Kedira schießt. Ich weiß gar nicht, wer in der letzten Saison alles geschossen hat. Alle fünf Schützen kriege ich nicht zusammen. Also, der erste Schütze ist Christian Gentner. Danach schießt Savic. An dritter Stelle schießt Ibisevic. An vierter Stelle Kedira und an fünfter Stelle Horst Hollen. Es ist mal schwer, das zu sortieren. Wenn ich hier auf einen Namen klicke, wird er nur in die erste Stelle gesetzt. Deswegen so ein bisschen fummelig dann. Also Kedira, Ibisevic, Hollen. So, jetzt dafür sorgen, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle stehen. Erstmal Horst Hollen hier durchreichen. Steht jetzt an fünfter Stelle. Ibisevic soll als dritter schießen. Und Kedira als, also Gentner erst, dann Savic, dann Ibisevic, dann Kedira, dann Hollen. So will ich's haben. Puh, mal schauen. Das ist bei raus vom Gentner gegen Müller. Drei Schritte Anlauf. Flachschuss aufs rechte Eck. Tor. 1-0. Alexandre gegen Lammert. Läuft an. Flachschuss aufs rechte Eck. Lammert geht in die falsche Ecke. Tor. 1-1. Savic küsst den Ball, legt ihn sich zurecht. Läuft an. Flachschuss aufs rechte Eck. Tor. 2-1. Brosinski. Drei Schritte Anlauf. Hoher Schuss aufs rechte Eck. Lammert hat sich für die falsche Ecke entschieden. Der Ball ist drin. 2-2. Sichere Schützen bislang. Ibisevic gegen Müller. Langer Anlauf. Hoher Schuss aufs rechte Eck. Müller hat sich für die falsche Ecke entschieden. 3-2. Lammert gegen Fürstner. Jeder Schuss ein Treffer bislang. Drei Schritte Anlauf. Hoher Schuss aufs rechte Eck. Lammert geht auch wieder in die falsche Ecke. Tor. 3-3. Die rechte Ecke scheint beliebt zu sein. Kedira zieht sich die Stutzen zurecht. Flachschuss aufs rechte Eck. Müller taucht hinunter. Der Ball ist zu hart geschossen. Landet am Außenpfosten. Kedira verschießt. Verdammt. Petzos, der vierte Schütze. Hoher Schuss aufs rechte Eck. Und der Ball ist drin. Der letzte Schütze, Horst Hollen. Er muss treffen. Er muss treffen und die danach müssen verschießen. Langer Anlauf. Hoher Schuss aufs rechte Eck. Der Ball ist drin und jetzt muss Lammert halten. Asemi muss verschießen, sonst haben wir verloren. Flachschuss aufs rechte Eck. Lammert geht in die falsche Ecke mal wieder. Tor, wir verlieren. Verdammt. 7-8 setzt Greuther Fürth sich durch. Glückwunsch. Spiel bekommt die Note 1. Fantastisch. Felix Klaus, der beste Spieler. Es wird nichts mit der Titelverteidigung. Wir scheiden im Halbfinale dramatisch aus. Was für ein Spiel. Das Spiel hatte Unterhaltungswert. Wie sonst was, da haben sich beide Teams die Fernseheinnahmen von 1 Million D-Mark jeweils redlichst verdient. Man schaue sich das mal an. In der ersten Halbzeit passiert gar nichts. Sie war grausam. Dann Felix Klaus mit dem 1-0 in der 52. Minute. Dann Savic 3 Minuten später mit dem Ausgleich. 6 Minuten später wieder das 2-1. Wieder 3 Minuten später der Ausgleich. Und dann gab es Verlängerung. In der 104. Minute erst macht Stuttgart das 3-2 aus Hollen. Und in derselben Minute der Ausgleich. Was für Szenen. Und dann das Elfmeterschießen. Jeder Schuss ein Treffer, bis Rani Kedira verschießt. Alle anderen Elfmeter gingen rein. Ich will ihn hier jetzt nicht zum Buhmann-Eck auserkoren, aber es ist ja Fakt, dass er der einzige von 10 Schützen war, der nicht getroffen hat. Aber das passiert nun mal. Ich habe ihn mir ausgesucht. Einschaltquote 54%, ausgeglichenes Spiel. Es wird leider nichts mit der Titelverteidigung. Volle Konzentration jetzt auf die deutsche Meisterschaft. Bremen gegen Greuther Fürth. Grün-Weiß gegen Grün-Weiß im Finale. Hertha hat es mal wieder nicht geschafft, das Finale im eigenen Haus zu haben. Sie waren nah dran, aber so nah wie wir nicht mit dem Elfmeterschießen. Ja, naja, Carlos Miranda hat sich stark verbessert, hat nun Stärke 2 der Jugendspieler. Wir spielen jetzt gegen Cottbus, wollen dieses Spiel natürlich schnell vergessen machen. Ich rotiere mal ein bisschen rum. Gentner, Poletanovic, Franke, Ibisevic, Barnetta, Quist, noch nicht wieder viel Kondition. Fitztum kann man ran. Ein paar Leute kriegen immer eine Pause.
Felipe Lopez. Wir sind der Favorit, aber gewonnen ist das Spiel noch lange nicht. Gerade nach dieser ganzen Rotation. Gucken, ob das wieder so ein grandioses Spiel wird wie gegen Hamburg. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Bundesliga, haben da noch 10 Spieltage zu absolvieren. Das Hinspiel endete 2:2. Energie Cottbus, Greuther Fürth schwebt mir immer noch im Kopf rum. Energie Cottbus hat die letzten beiden Spiele verloren. Boris Becker tippt 3:5 für uns. Das wäre sehr torreich, aber immer gegen Hamburg auch Zielwasser getrunken. Scheibe. Barnetta aufs, legte den indirekten Freistoß vor. Savic haut den Ball um die Mauer, aber Bernhard hat den Braten gerochen und kann den Ball halten. Savic sieht gelb in der 12. Minute. Even stoppt den Ball, läuft gemächlich zum Mittelkreis, passt den Ball nach vorne. Khedira tanzt Modica einfach aus, zieht vorbei, stoppt das Leder, trabt Richtung Mittelkreis. Khedira legt den Ball auf die linke Seite quer, da kommt keiner mehr ran. Ibisevic mit seinem 4. Saisontor macht das 1:0 in der 14. Minute. Die Stürmer treffen jetzt nochmal wieder öfters. Und das natürlich immer noch 4 Tore pro Stürmer, jetzt noch nicht die Mega-Bilanz ist. So, Fitzdu mit dem Kopfball nach der Ecke von Savic, aber Bernhard kann den Ball um den Pfosten drehen. Weiter hier Gefahr durch Standards von Seiten der Stuttgarter. Savic legt den Ball auf den kurzen Pfosten. Abraham klärt per Kopf vor Ibisevic. Noch ein Eckball. Savic ist hier viel beschäftigt, zieht den Ball auf den Elferpunkt. Abraham wirft sich dazwischen und lenkt den Ball nochmal zur Ecke ab. In die nächste Ecke. Jetzt von der anderen Seite. Savic zieht den Ball direkt aufs Tor. Der Ball senkt sich bedrohlich auf die lange Ecke und Bernhard haut ihn wieder über die Latte. Nächste Ecke. Savic, der muss hier viel Einsatz zeigen. Franke steigt hoch, setzt sich gegen Abraham durch, kommt zum Kopfball und Bernhard hält. Und jetzt ist die Eckballsequenz mal endlich vorbei. Wir führen zur Halbzeit 1:0. Das ist ordentlich. Macht weiter so. Cottbus jetzt offensiv mit einem Eckball. Wir sind gerade virtueller Tabellenführer. Das wäre jetzt ein schönes Zeichen nach dem DFB-Pokal aus, was uns doch sehr gewurmt hat. Was sehr, sehr ärgerlich war. Eine Titelverteidigungschance im DFB-Pokal kriegt man nicht alle Tage. Oh, und ich rede jetzt wieder über den Pokal. Und in der Zeit kriegen wir das 1:1 hier. Andreas Beul mit dem Ausgleich. Gelbe Karte für den Torschützen jetzt. Abraham klärt per Kopf. 66. Minute. Ich muss dringend aufs Klo. Jetzt beendet man den Part hier gleich. So, ich bringe Holzhauser für Politanovic. Holzhauser kommt 25 Meter vor dem Tor an den Ball. Läuft noch 3 Schritte. Wird von Modica Rüde gefoult. Der Schiri gibt gelb. Oh, super. Holzhauser, der gerade reingekommen ist, sofort verletzt. Der Pechvogel. Dann geht Gentner ins offensive Mittelfeld und Can kommt rein. Direkter Freistoß. Wir haben noch knapp 20 Minuten Zeit. Savic schießt direkt. Der Ball hat extrem viel Schnitt. Aber Torwart Bernhard fängt den Ball sicher. Oanza gegen Fitztum bringt den Ball unter Kontrolle. Fitztum bedrängt ihn und er gewinnt den Zweikampf. So, wen könnte ich denn jetzt nochmal reinbringen? Soll ich mal auf 4-4-2 umstellen? Nee, mache ich nicht. Horst Hollen kommt rein, damit haben wir dreimal gewechselt. Selbst wenn wir jetzt hier unentschieden spielen, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Hollen passt direkt in den Strafraum. Fitztum kontrolliert den Ball, wird von Drapa bedrängt. Er kann ihn abschütteln. Sein Abspiel ist leider zu ungenau. Wir spielen 1:1, aber es ist jetzt auch nicht so schlecht. Cottbus ganz solide im Mittelfeld, auch Knöchelprellung bei Holzhauser. Der Torwart Daniel Bernhard, der Mann des Spiels. Wir hatten mehr Torchancen, vor allem mehr Eckbälle. Das Spiel bekommt die Note 3. Wir stehen weiterhin auf Platz 2. Neuer Tabellenführer Bayer Leverkusen. Ich gehe die Ergebnisse jetzt mal ganz schnell durch, weil ich dringend pinkeln muss. Hannover 96 besiegt Nürnberg mit 2:1. Greuther Fürth verliert gegen Hertha 2:3. Ja, Hertha gewinnt hier, nachdem sie im Halbfinale verloren haben. Und führt andersrum. Wolfsburg verliert gegen Dortmund 1:2. Werder Bremen schlägt Bayern München mit 2:1. Hamburger SV besiegt Kaiserslautern mit 3:1. Schalke verliert 1:2 gegen SC Freiburg. Hoffenheim unterliegt Leverkusen deutlich mit 0:4. Cottbus und Stuttgart trennen sich 1:1. Und Frankfurt und St. Pauli spielen 2:2. Damit, wie gesagt, oben immer noch alles eng. Leverkusen neuer Tabellenführer. Plätze 1 bis 5 trennt nur ein Punkt. Das wird ein 5 bis 6 bis 7 Kampf um die Meisterschaft. Schalke mittlerweile noch Dritter, Bayern auf 3. Greuther führt auf dem Abstiegsrang, wie auch Nürnberg. Und in der Elf des Tages haben wir Tranquillo Barnetta. Und man sieht sich im nächsten Part. Ich werde hier noch von Stuttgart, ach nicht von Stuttgart, ich bin bei Stuttgart, weil von Nürnberg und Freiburg umworben. Sage denen aber wohl nein. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich muss pinkeln.